Hundekacke von Patchy. Das stimmt jetzt nicht, oder? Hey, also! Ja! Herzlich willkommen zur Rutsche nicht in die falsche Box-Challenge. Es gibt zwei Boxen und unter einer der Boxen befindet sich eine richtig eklige Bestrafung. Von Runde zu Runde wird die Bestrafung immer ekliger und in der letzten Runde wird es richtig, richtig, richtig eklig. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und würde sagen, wir starten! Let's go! Wir fangen mit der ersten Bestrafung an. Rasierschaum, Schere, Stein, Papier, wer als erstes rutschen muss. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah! Ist okay. Oh nein, ich hab keine Lust. Rasierschaum ins Gesicht. Wir werden jetzt den Rasierschaum unter einer von den Boxen verstecken. Und Rick, du darfst nicht wissen, wo. Mmh, lecker. Igitt, Igitt. Ich hoffe, dass er diese Box nimmt. Ja, also da will ich nicht unbedingt reinrutschen, mein Lieber. Aber es ist auch Tricks und Rick, der hat die nötige Erfahrung in so Sachen. Boah, stinkt das. Alter, was ist in dem Schlauch drin, ey? Keine Ahnung. Wurde wahrscheinlich nur von Jahren nicht benutzt. Du kannst jetzt losleiden. Ah, shit, welche nehme ich? Welche nehme ich? Scheiße, welche nehme ich? Weiß nicht, hier ist mehr Platz. Ich glaube, ich nehme rechts. Okay, let's go! Ja. 3, 2, 1, let's go! Oh, oh, oh nein! Nein, aber ich bin so gut davor! Was soll ich machen? Ja, nicht da rein! Ja, schießt du mich jetzt rein oder nicht? Das wird, glaube ich, nichts. Ah. Ich würde sagen, Rick muss nochmal und dann voll da rein, voll da durch. Ist noch viel schlimmer, wenn man weiß, was da jetzt kommt. Scheiß drauf, okay, ich zieh einfach durch. Ah. Du Ekliger! Was soll ich tun, Leute? Fabi, das kriegst du übel zurück. Kriegst du übel zurück. Ich werde mir jetzt das hier aussuchen. Alter, wie widerlich ist denn bitte Hundefutter, Alter? Wir fangen erstmal easy an, okay? Den Senf. Und damit er es nicht checkt, machen wir einfach ins gleiche Loch nochmal, okay? Das ist ja mehr als eklig. Jetzt rechts oder links genommen, man sieht halt wirklich gar nichts. Ich glaube, dass du glaubst, dass ich durch die gleiche nochmal slide, deswegen nehme ich die linke. Okay, 3, 2, 1, oh! Oh! Yes, baby! I made it! Dritte Runde, dritte Bestrafung. Jetzt wird es richtig, richtig eklig. Und zwar, es gibt Hundefutter. Und ich muss dazu sagen, Leute, alle Lebensmittel, die wir verwenden, die sind schon abgelaufen. Also wir haben die hier schon eine ganze Weile liegen. Und das Hundefutter wird noch der Patchy, der 916 Dog, essen. Das heißt, hier wird nichts verschwendet. Riechen wir mal. Boah, das sieht so eklig aus. Your turn! Das wird immer ekliger, Eigentlich wäre es halt super smart, wieder ins Gleiche reinzugehen. Aber da ich Fabi kenne und er weiß, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich einfach wieder das Gleiche nehme, nehme ich, glaube ich, dieses Mal das andere. Let's go! Okay, Rick! Junge! Oh mein Gott! Boah, ist das widerlich, Alter! Das ist ja das Ekligste, was ich jemals gesehen habe! Okay, Leute, ich werde jetzt einfach unter das andere auch nochmal Hundefutter drunter machen. Aber psch. Okay, Leute, ich weh, du hast irgendwas Ekliges genommen. Ich nehme links. Ich nehme links. Ja, ich bin sicher. Patchy! 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 Ich hab gar nicht gemerkt, was auf der anderen Seite war. Willst du dich verarschen? Junge! Du musst immer schnuppern bei ihm. Nein, nein, das stimmt jetzt nicht, oder? Nein, oder? Und er hat's einfach noch am Bauch. Das stimmt jetzt nicht, oder? Wir sind fast bei der letzten Runde angekommen und jetzt, Rick, kannst du noch mal was gewinnen und zwar 100 Euro. Du riechst so richtig nach 100 Euro. Du kannst 100 Euro gewinnen, hallo, freu dich mal! Ja! Ja, das ist mal ein bisschen ein Change, wenn er die richtige Box nimmt. Ich werde links nehmen. Bist du dir sicher? Ich bin mir hundertprozentig sicher. Es geht um 100 Euro, Rick, entscheide dich mal für die richtige Box!
Ja, wahrscheinlich sind die recht, aber da ist immer noch die Hundesache drin. Oh! Ja! Es hat sich gelohnt, der ganze Scheiß! Ja! Ich bin weg! Ich bin weg! Schau mal, demonstrier mal ganz kurz, wie... Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Ich weiß es nicht. Ah! Junge! Wir sind bei den beiden letzten Runden angekommen. Mausefalle und danach Hundekacke von Patchy. Digga, nein! Doch, unser 90-Teen-Hund, der hat nur so ganz kleine Mini-Kacke, aber trotzdem, der macht hier bei uns in der Wiese mal Kacke und ich habe du bist zwei so gefunden. Ein ekliger Mensch. Schnick, schnack, schnuck. Ah! Okay. Der Typ ist einfach geisteskrank. Wenn ich das machen müsste, ich würde ihn umbringen. Okay, Leute, das ist jetzt, glaube ich, wirklich die schwierigste Entscheidung vom ganzen Video bisher. Ich entscheide mich für rechts, Leute. Ich entscheide mich für rechts. Okay, wo ist denn die GoPro? Ah! Leute, wenn das mein Ende war, dann war eine coole YouTube-Karriere. Okay, let's go! Ready? 3, 2, 1, und... Oh! Junge! Alter! Ja, was schon da? Richtig gehabt. Kitty, sag mal, was ist deine Einschätzung? Da vorne sind so zwei kleine Köttel Hundekacke vom Patchy. Weißt du, das ist sehr, sehr eklig, wenn man die hinten platziert, oder? Also ihr wollt richtige Hundekacke da platzieren? Aber das ist so, sind so zwei kleine Köttel. Okay. Go for it! Let's go! Das ist nice! Okay, Leute, wir holen jetzt die kleinen Hunde... Wir holen jetzt die Hundekacke. Oh, Leute! Fitti hat gesagt, wir sollen es machen. Deswegen ich schieb's jetzt mal auf Fitti. Oh! Wir schauen uns an. Pull ihn da einfach. Okay. Bah! Ah, Leute! Ich hoffe nicht, dass ich da rein sliden muss. Ja, rutsch in die Scheiße. Da bin ich. Nein, das macht er nicht. Das macht er. Alter, Leute, wenn er das macht, ne? Ich rede eine Woche lang nicht mehr mit dem, Alter. Nee. Letzte finale Runde. Einer von uns beiden wird diese Hundekacke gleich abbekommen. Und in der finalen Runde werden wir beide gleichzeitig hier durchsliden. Das heißt, einer hat verkackt, der andere hat gewonnen. Wieso habe ich bei dieser Scheiße und überhaupt Fitti? Bleib mir weg davon. Fitti darf die. Ich darf es platzieren? Du darfst es platzieren. Ja, nein. Ah! Okay. Augen zu! Abo nicht vergessen hier, ne? Mensch. Ich bin ein Gentleman, Rick. Du darfst entscheiden, welche der beiden Bahnen du nimmst. Ey, ich bin selber voll aufgeregt. Come on. Ich musste sie schon anfassen. Bist du dir sicher? Bist du dir irgendwas sicher? Nein! Bist du dir sicher? Ich schwör's dir, wenn ich da reinrutsche, ich bring dich um. Okay. Bist du dir sicher? Ja, okay. Lass es hinter uns bringen, komm! Bevor wir jetzt dahin sliden, abonniert gerne den Kanal, like das Video, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ich würde sagen, die Bestrafung geht jetzt los! 3, 2, 1 und... Ja! Ja! Du Ekliger! Ist das eklig, Leute? Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Woche in einem neuen Video wieder. Bis dann. Ciao.